Deine Prinzessin möchte ein Café, okay? Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Shirin David und ich befinde mich heute vor der Uni in Köln. Und ich dachte mir, dass ich heute ein paar Menschen pranken werde. Und ich habe hier eine versteckte Kamera und werde versuchen, so ein paar Dates zu klären. Und wenn ihr sehen wollt, ob ich das hinbekomme und wie ich das hinbekomme, dann bleibt dran. Hi! Hallo Süßer! Ich muss mich jetzt ansprechen. Darf ich auch fragen, warum du so angezogen bist? Oh, gefällt es dir? Oh, danke schön. Übertreib doch nicht so. Du bist so süß. Ich muss mal weiter. Ich weiß. Ja, ich sehe aus, als wäre ich vergeben. Aber ich bin noch Single. Also du kannst mich fragen. Trau dich. Aber warum traust du dich denn nicht? Ich bin nur zu hübsch für dich. Deshalb willst du mich nicht, ne? Ist okay. Ich verstehe das schon. Okay, außerdem... Mein Niveau, dein Niveau, Differenz. Hallo. Oh, hi. Hallo. Geht's dir gut? Bitte? Ob's dir gut geht? Ja, sicher. Mir geht's auch gut. Ja. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe heute mein Glitzerpuder nicht so viel drauf wie normalerweise, aber ich hoffe, das stört dich nicht. Und jetzt darfst du dich nach einem Date fragen. Nee, da habe ich kein Interesse. Du hast kein Interesse an einem Date? Ist okay, ja. Das ist schön, seiner Freundin treu zu sein. Ich komme darüber hinweg, kein Problem. Bis dann, Süßer. Bist du länger hier? Ich denke, du hast eine Freundin. Ja, vielleicht, vielleicht nicht. Vielleicht nicht? Ja, hast du dich Lust zu treffen? Jetzt frag ich dich. Krass. Was kommt denn krass? Ich sehe schön aus, oder? Ja, sieht gut aus. Oh. Dankeschön. Achtung, halt, stopp. Guck mal, da hinten ist ein super süßes Café. Ich weiß, du traust dich heute nicht, aber ich bin heute die Süße und frag dich. Nee, danke. Du hast kein Date? Oh. Hi, ich bin heute nicht so schnell. Ich habe meine Louboutins an. Nicht schlecht. Ich könnte dich weiterleiten an einen Kollegen. Du könntest mich weiterleiten? Ja. Ich bin nicht weiterzuleiten, weil ich habe dich angesprochen. Und nicht deinen Kollegen. Aber wenn du meinst, dann darfst du gehen. Alles klar, schönen Tag noch, ne? Dir auch. Hi! Ich habe dich schon die ganze Zeit gesucht. Alles gut? Oh, ich weiß, du bist so überrumpelt, weil ich heute so Bombe aussehe. Ah. Hast du Feuer? Sehe ich so aus, als würde ich. Ist meine Haut. Habe ich Falten? Kannst du bitte mit mir reden? Wie sieht mein Teint aus? Wie mein Teint aussieht, habe ich dich gefragt. Sehe ich so aus, als würde ich rauchen? Nein. Okay, ich verzeih dir, ist schon in Ordnung, weil du bist ja mein Prinz aus meinem Traumwald. So, jetzt darfst du mich gerne fragen. Was soll ich dich denn fragen? Oh, warum sind Jungs sind immer so unsicher? Dann möchtest du meine Prinzessin sein? Oh! Wir gehen auf ein Date. Wir gehen auf ein Date, aha. So, darf ich mich jetzt bitte bei dir einhaken? Suchen wir erstmal das Feuer, ja? Okay. Okay. Ich habe einen Prinz und du nicht. Einige Nummern habe ich bekommen, einige wiederum nicht. Also ich würde sagen, das war so 50-50. Aber jetzt versuche ich mal in eine ganz andere Rolle zu schlüpfen. Und zwar als Ghetto Girl. Das ist jetzt mein Ghetto Outfit. Und ich werde mal schauen, ob ich damit ein paar mehr Dates klären kann, als mit meinem Prinzessinnen-Outfit. Ich weiß nicht, Jungs, steht ihr eigentlich auf sowas? Wir werden auf jeden Fall eure Reaktion festhalten. Und hier habe ich meine kleine versteckte Kamera. Wir werden also sehen und ich mache mich mal auf die Suche nach meinem perfekten Boy. Yo. Yo. Was poppin? Was? Was poppin, habe ich gesagt. Also bei mir ist cool, ja? Ja, bei dir? Bei mir ist auch alles cool, ja? Was bei dir? Dankeschön. Und was machst du halt noch? Ich habe nichts zu tun, ja. Also, wenn du Zeit hast, kannst du gerne mitkommen. Oh, ich soll mitkommen? Wohin? Komm einfach mit. Okay. Okay. Hey. Ich? Ja? Ja. Was geht, Bruder? Alles gut? Ja, alles klar. Ja? Bei dir? Alles gut? Auch heute noch, oder? Ja, sag mal, bist du frisch? Digga, was für frech, Bruder. Alles gut bei dir? Ja. Digga, siehst fresh aus, ja? Danke, danke, ich weiß, sie auch fresh aus. Kein Ding. Ich wollte nicht so sagen, aber... Nein, wolltest du nicht sagen? Nee, nee. Findest du nicht, dass ich fresh aussehe? Geht bald schon, aber ich sag das nur, weil ich gerade Angst vor dir habe, ja? Mhm. Okay, willst du jetzt fragen?
fragen, was. Digga, ich spreche dich nicht umsonst an. Ach so. Aha. Bist du aus einem Unternehmen oder wie? Unter was? Unternehmen. Bruder, ich will einfach nur ein Date mit dir. Chill mal ein bisschen. Ja. Ein Date? Hab ja nichts zu verlieren. Gut, das geht. Jalla. Du weißt wohin? Halt mal ein bisschen Abstand, okay? Guck mal, Bruder, ich weiß, du musst zum Training und so, aber du darfst mich jetzt fragen. Was? Du darfst mich jetzt fragen. Was denn fragen? Treffen, Date, ja, und so. Ja, ich hab eine Freundin. Gefällt dir nicht? Ja, doch, ist nice. Siehst du? Dankeschön. Sie ist auch ganz fresh aus, ja? So all grey und dann weiße Schuhe und so. So offen, dass du mich ansprichst. Bruder, ich hab dich nur angeguckt, übertreib mal nicht. Was geht? Das geht bei dir. Alles gut. Was machst du? Ich chill hier ein bisschen. Du? Ich muss jetzt los, das ist ein Kollege. Also hast du keinen Bock, dich zu treffen oder so? Nein, keine Zeit. Keine Zeit? Obwohl du servierst mich ab. Tut mir leid. Du bist echt hübsch, aber. Dankeschön. Na? Kein Ding, süßer, nächstes Mal. Hau rein. Ja, okay, da hinten ist mein nächstes Opfer. Was geht? Alles gut? Ich rede mit dir, ne? Ich rede mit dir, dann kannst du mir auch antworten. Ist das dein Ernst? Was geht? Nichts. Setz dich einfach hier hin. Das. Ja, darf ich nicht? Ich weiß nicht, ja, meine Freundin kommt gleich. Deine wer? Eigentlich meine Freundin. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, dass ich jetzt mit irgendjemand anderem gesehen werde, gibt mir Stress. Denkst du, mich juckt das, ob du eine Freundin hast oder nicht? Wenn ich hier sitzen will, dann sitze ich hier. Das hier. Du bist einfach gekommen. Du kannst dich auch da zu dem Opa setzen. So redest du mit mir? Ja. Du redest so mit mir? Ja. Auch wenn du so eine Cap trägst, auch sowas. Ich weiß nicht, wo du herkommst. Aber. Einfach hier hinsetzen läuft nicht. Echt nicht. Und du redest so mit mir? Ja. Wer bist du, dass man nicht so mit dir reden darf? So Leute, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und freue mich natürlich über jeden Daumen nach oben. Meine versteckte Kamera hat das auf jeden Fall sehr, sehr gut hinbekommen. Und falls ihr verstanden habt, ob Jungs jetzt mehr auf Prinzessinnen oder auf Ghetto-Viber stehen, dann schreibt es mir mal in die Kommentare, weil ich habe das nicht kapiert. Und wenn ihr ebenfalls jemanden habt, den ihr gerne auf ein Nescafé-Date einladen wollen würdet, aber euch nicht traut, dann habe ich euch unten in die Infobox zwei Links reingepackt. Einmal von der Prinzessin, einmal von dem Ghetto-Mädchen. Und ihr könnt euch die runterladen und jeweils dieser Person verschicken, die ihr gerne einladen wollen würdet. Und wenn euch das auch noch zu riskant ist, dann verschickt doch bei Snapchat einfach eine Privatnachricht. Die kann man einmal anklicken und die sofort weg. Mhm. Und ihr seid raus aus dem Risiko. Versucht es einfach. Bis dahin verabschiede ich mich von euch. Ich freue mich über jedes Kommentar. Mua.